Abschließend gab der Sprecher der bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft zu Protokoll, dass seine Fraktion den Antrag stelle, sofort in eine Prüfung darüber einzutreten, wie eine zuverlässigere Autobuslinie nach Hamburg geschaffen werden könne. Bürgermeister Gareis teilte mit, dass der Regierungspräsident eine Probekonzession bereits erteilt habe. Seine Eindrücke bei dieser auf dringendes Bitten der leitenden Ärzte erfolgten erneuten Begehung des alten Krankenhauses fasst Bürgermeister Gareis wie folgt zusammen. Zu der bekannten baulichen Unzulänglichkeit komme nun noch eine ständige und noch immer zunehmende Überbelegung, die zu wachsenden Schwierigkeiten bei der ärztlichen Versorgung der Patienten führe. Weil die Kapazität des Altbaus längst erschöpft sei und die Verantwortung für die dort herrschenden Verhältnisse nicht mehr getragen werden könne, beantragt Bürgermeister Gareis, dass der Magistrat beschließen möge, den Krankenhausneubau bis zum 1. November 1929 fertigzustellen. Die drei Vertreter der Deutschen Nationalen Volkspartei, Herr Medizinalrat Dr. Linau, Herr Notar Pepper und Herr Schlachtermeister Storm, letzterer auch namens zweier Kriegervereine, protestierten gegen die geplante Errichtung einer Großtankstelle auf dem Marktplatze und die dadurch notwendige Verlegung des Kriegerdenkmals auf den alten Friedhof. Auf den Einwand von Herrn Bürgermeister Gareis, dass die Großtankstelle notwendig, die Verlegung des Denkmals ein Vorschlag der bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft sei, ging keiner der drei Herren ein. Herr Dr. Linau erwiderte lediglich, man wolle wohl das Denkmal unserer Väter begraben und durch ein Autostankmal ersetzen. Welch letzteren Ausdruck protokollarisch festzuhalten, Herr Bürgermeister Gareis dem Protokollführer anwies. Der Staatsanwaltschaftsrat Dr. Heinecke hat gestern die Vernehmung unserer Polizeibeamten abgeschlossen und ist nach Kiel zurückgefahren. Er hat sich vor allem dafür interessiert, ob bei der Räumung der Auktionshalle auch von unseren Beamten geschlagen wurde. Und? Es steht nun ziemlich fest, dass nur die durch die Hintertür eingedrungenen Beamten der Kieler Schutzpolizei vom Gummiknüppel Gebrauch gemacht haben. Ziemlich. Inzwischen haben insgesamt 36 Personen gegen unsere Polizei Strafanträge gestellt. Wegen Körperverletzung. Das altholmische Gewerbe des industriellen Großbetriebes in seinem gegenwärtigen Zustande. Eine Denkschrift. Schöner Titel. Und wer gibt uns dazu denken? Die Fabrikanten. Sie wenden sich an die Stadt in Sorge um die Wahrung berechtigter wirtschaftlicher Interessen. Was steht drin, kurz? Dass die Höhepunkte der Gewinne und Investitionen überschritten seien, die Aktienkurse gleichfalls sinkende Tendenz hätten, die Bewegung an der Börse rückläufig sei, rückläufig darum auch zwangsläufig, steht hier, die Tendenz der Löhne sein müsse. Natürlich, natürlich. Rückläufig wie das Volkseinkommen, das Steueraufkommen und... Und die Zahl der Beschäftigten. Natürlich. Das Jahr 1929 sei ein Notjahr geworden, während die Landwirtschaft bereits vom Herbst 1927 an in akuter Notlage sich befinde, habe sich die Konjunktur in der gewerblichen Wirtschaft noch 2 Jahre länger gehalten. Aber nun, in diesem Sommer, habe ein starker Produktionsrückgang eingesetzt, der schon zur Schließung von Betrieben geführt habe, wodurch die Zahl der Arbeitslosen bedenklich gestiegen sei, die Konsumkraft hingegen bedenklich gesunken. Kurz, die Lage sei ernst, aber... Aber nicht hoffnungslos. Vorausgesetzt? Vorausgesetzt, der Staat enthielte sich in dieser Situation aller Experimente mit der Wirtschaft. Enthält sich. Die nun einmal ein empfindlicher Mechanismus sei. Gebraucht werde eine starke, vom Führungswillen einer starken Persönlichkeit geprägte Regierung, die jederzeit auf die Mitarbeit und auf die für die Wirtschaft unerlässliche Initiative der privaten Eigentümer. Praktisch sieht das so aus, Herr Bürgermeister. Um vermehrte Berücksichtigung bei der Vergabe von Post- und Reichsbahnaufträgen sowie bei allen anderen Aufträgen der öffentlichen Hand bitte der Fabrikant Johansen. Der steht kurz vor der Pleite. Und wie viele Arbeiter? 350. Aufgrund einer nicht eintreibbaren Schuld von 8,65 Mark ist dem 43-jährigen Bauern Friedrich Rathjen aus Steinfeld ein Kalb gepfändet worden. Der Mann schrieb daraufhin diese Postkarte ans Finanzamt, auf der er mitteilt, er werde zum Versteigerungstermin eine Hundertschaft der Landvolkbewegung mobil machen. Finanzrat Berger fasst das als Drohung auf. Außerdem nennt Rathjen unseren Beamten, es handelt sich um Kalübbe, einen jüdischen Typ und schmutzigen Schergen des Systems. Und das Kalübbe ist selber stramm rechts und muss für die Roten finden. Dann was soll ich damit? Steinfeld ist nicht mein Bezirk. Finanzrat Berger will Klage wegen Beleidigung des Finanzamts erheben und wüsste gern vorher Ihre Meinung.
Proteste, Resolutionen, Beschwerden. Alles zum Boykott, Herr Bürgermeister. Landbund, Bauernverein, Parteien, Innungen. Hier ist was von gestern Abend. Protestversammlung zwecks Stellungnahme der Bürgerschaft zu den wirtschaftlichen Schäden nach dem 1. August. Das Referat hielt der Reichstagsabgeordnete Joost von der Wirtschaftspartei. Und? Der Boykott nehme täglich schärfere Formen an. Ein Wettbewerb der umliegenden Städte setze nun ein, um die Kaufkraft der Landbevölkerung, die vor dem Altholm zugute gekommen sei, für sich abzuschöpfen. Leider wahr. Es seien zwei Fehler gemacht worden. Erstens der 1. August. Zweitens das Vorprellen einiger Prominenter, die geglaubt hätten, ohne weiteres mit der Landvolkbewegung verhandeln zu können. Aha. Das ist also schiefgegangen mit der Versöhnungskommission. Weiter. Die Wiederherstellung des Wirtschaftsfriedens zwischen Stadt und Land sei aber nach wie vor das Gebot der Stunde. Das ist nur die Resolution. Wer sprach in der Diskussion? Für die Nazis Altwörden, für die Kommunisten Mattis, für die Gastwirte Besen, für die Hausbesitzer Gropius, alles wie immer. Ja, und für die Landvolkleute Bentin, das ist neu. Worüber der? Über Fraxen. Fraxen fehlt nirgendwo. Über Fraxen reden und schreiben alle. Der ist nicht beliebt. War es nie. Man kann in Altholm nicht verzeihen, dass der Volksschüler Polizeioffizier geworden ist. Soll ich Ihnen verraten, Stein, warum die jetzt alle auch gegen mich sind? Weil ich den Fraxen halte. Die untersuchen nicht. Die haben mal Lesche und du musst einen Sündenbock. Ja, da muss einer geschlachtet werden. Und weil ich nicht schlachten lasse, darum jagen die jetzt gegen mich. So ist das. Aber man muss sich auch mal dagegen stemmen, sonst geht die Welt nicht weiter. Also halte ich den Fraxen. Außerdem muss ich ihn der Genossen wegen halten. Es geht um das Prestige der SPD. Komisch, nicht wahr, Stein? Was ist komisch, Herr Bürgermeister? Dass man, was man tut, meistens nicht tut, weil man es will, sondern aus ganz anderen Gründen. Was macht ihr für Schweinereien auf der Chronik? Paktiert mit den Bauern, hetzt gegen die eigene Stadt. Wer in diesem Kampf der Stadt in den Rücken fällt, ist ein Feigling und ein Verräter. Das können Sie ruhig Ihrem Herrn Stuff sagen und Sie schreiben sich das auch hinter die Ohren. Ich bitte Sie, Herr Bürgermeister, das ist alles ganz anders. Ach, was anders? Selbst fabrizierte Eingesandt bloß um zu hetzen. Redereien von Polizeiterror, Blutdurst. Ich sage Ihnen, Herr, ich habe Ihren Artikel über Polizeiterror der ganzen Polizei vorgelesen. So habe ich gesagt, beurteilt euch die Chronik. Das ist euer dicker Freund, mit dem ihr saufen geht. Der sollte euch doch kennen und jetzt fantasiert er was vom Blutrausch der Polizei. Aber das hat Herr Stuff doch gemusst, Herr Bürgermeister. Herr Gebhardt hat zu ihm gesagt, Sie wissen doch, Herrn Gebhardt gehört jetzt die Chronik. Weiß ich, was hat er gesagt? Na, vorgeschickt hat Herr Stuff. Ihre Leser, hat er gesagt, lesen das gerne. Da bleiben wir selber draußen und können doch den Sozis eins auswischen. Was hängen bleibt immer. Für die Wahlen nächsten Monat. Haben Sie selber gehört, dass der Gebhardt das gesagt hat? Nein, ich selber nicht. Stuff hat's mir erzählt. Sehen Sie, Tredup, das ist Ihr Fehler. Alles halb. Sie haben auch zu saufen angefangen. Lassen Sie das. Na, setzen Sie sich erst mal. Herr Bürgermeister, ich bin auch der SPD beigetreten. Meine Sympathien sind bei Ihnen. Nur, dass ich mein Geld ja leider bei den anderen verdienen muss. So, Sie sind also der SPD beigetreten. Das ist ja ganz schön. Vielleicht kann man mal was für Sie tun. Ich habe gehört, die Chronik geht mit einer Bescheinigung krebsen, dass sie 7000 Abonnenten hat. Die Bescheinigung gibt's. Ich gehe selbst damit Inserate werben. Aber die Bescheinigung ist uralt. Schon über 3 Jahre. Und wir verlieren doch jeden Monat mindestens 60, 80 Abonnenten. Dann hätten Sie ja nur noch 4500 Abonnenten. Nein, ich glaube nicht, dass wir die noch haben. Ich bin mal bei den Büchern gewesen, wie der Wenk, das ist unser Geschäftsführer, in Urlaub war. Da komme ich höchstens auf 4000. So, wer hat denn die Bescheinigung ausgestellt? Notar Pepper. Aber damals stimmte die Zahl noch. Schön. Könnten Sie mir wohl mal die Bescheinigung zeigen, Tredup? Schlecht. Mensch. Nein, wirklich, Herr Bürgermeister, ich tät's gerne. Aber der Wenk hat sie im Geldschrank. Ich krieg sie nur in die Finger, wenn ein neuer Kunde mit einem großen Auftrag winkt. Hindernisse. Bei Ihnen hat man ewig Hindernisse. Man muss auch mal schneidig sein können, was wagen. Ich will's ja gerne versuchen. Der Wenk lässt manchmal den Schlüssel im Geldschrank stecken, wenn er einen heben geht. Aber bis hierher zum Rathaus damit genügt's nicht, wenn ich eine Abschrift bringe. Abschrift, Abschrift. Na ja, meinetwegen auch eine Abschrift. Aber es müsste heute noch sein. Heute noch?
Ja, aber ich weiß doch nicht, ob der Wink heute noch einen trinken geht. Aber vielleicht macht es sich. Und nicht wahr, Herr Bürgermeister, Sie denken dann auch mal an mich, wenn ein Hausmeisterposten frei wird. Jetzt, wo ich in der Partei bin. Ich denke dann auch mal an Sie. Natürlich tue ich das. Wiedersehen, Herr Tredow. Das war der letzte, Herr Bürgermeister. Sagen Sie, Pieck Busch. Der Geheimbefehl hat sich noch immer nicht gefunden. Der Geheimbefehl? Nein, ich kann Ihnen schwören, Herr Bürgermeister, damals, als die Verbindung getrennt wurde, habe ich ihn wieder ins Schubfach gelegt. Aber was drin stand, ist Ihnen nicht wieder eingefallen? Nein, ich weiß nichts und war ja damals so aufgeregt. Na ja. Und jetzt verbinden Sie mich mit Mansow. Also, die Versöhnungskommission ist tatsächlich geplatzt. Jetzt lassen Sie einen Telegrammregen niedergehen auf Temporius. Morgen führt eine Abordnung der Geschäftsleute zu ihm und heizt ihm ein. Er soll vermitteln, die Untersuchung beschleunigen, die Schuldigen bestrafen. Die Schuldigen, das bin ich. Jetzt geht's richtig los, Stein. Hetzen die den Temporius, hetze ich den Minister. Pieck Busch! Ich fahre nach Berlin zum Minister. Offiziell bin ich wegen der Autobuslinie in Hamburg. Drehen, winden, ausweichen. Richtig. Der Schnüffler Tredow wird einen Brief bringen. Sorgen Sie dafür, dass der nicht auch wieder verloren geht. Macht's gut, alle miteinander. Mahlzeit, Kinder. Ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie zu mir gekommen sind. Was Sie vorgetragen haben, hat mich tief erschüttert. Es wird geprüft werden. Und ich kann Sie nur bitten, bis zum Ergebnis dieser Prüfung Geduld zu haben. Aber ich glaube Ihnen heute schon sagen zu dürfen, ohne eine Indiskretion zu begehen, dass auch an höchster Stelle die Augen auf Altholm gerichtet sind und dass dort Erwägungen schweben. Erwägungen von weittragender Bedeutung. Nochmals. Danke Ihnen. Das war das. Ich muss sagen, ich bin nicht überrascht, keineswegs. Man hat Sorgen. Sorgen. Die unteren Verwaltungsorgane machen Fehler, dann kommt das Volk zu uns und wir müssen dann wieder gut machen. Aber ich glaube, ich sehe schon den Weg des Ausgleichs der Versöhnung. Gareis hat unzweifelhaft Fehler begangen. Gareis. Herr Assessor, was habe ich Herrn Bürgermeister Gareis vor der Demonstration sagen lassen? Was er die Schupo brauchen würde. Ja, auch. Das auch. Davon reden wir jetzt nicht. Was habe ich hier in diesem Zimmer gesagt? Dass die Bauern aggressiv seien? Gewiss, lieber Assessor, auch das. Man muss das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Ich habe gesagt, die Demonstration muss verboten werden. Habe ich das gesagt? Habe ich das gefordert? Unter Einsatz all meiner Autorität. Immer wieder. Es ist immer von Neuem gefordert worden. Ja, ich habe es immer von Neuem gefordert. Kommt der Mann wenigstens jetzt zu mir? Hat er schon meine Hilfe erbeten? Wer kommt? Das sind seine Bürger. Er sitzt in Altholm und schreibt einen Bericht, sonst nichts. Und was für einen Bericht? Und was steht in diesem Bericht? Der Boykott habe sich als Schlag ins Wasser erwiesen, seine Wirkungen seien kaum spürbar. Nun, meine Herren,
Sie haben die Vertreter der Stadt gehört. Dieser Boykott ist katastrophal, ruinös. Er bringt das Wirtschaftsleben der Stadt zum Erliegen. Aber Schlag ins Wasser. Naja, so berichten Schuster. Nun, ich werde das regeln, werde ausgleichen. Ist die juristische Seite der Angelegenheit geklärt worden? Wie steht die Staatsanwaltschaft zu den Ereignissen? Es wird sicher Anklage gegen einige Bauern erhoben werden. Man wird die Führer herausgreifen. Strafrechtlich kommt in Frage Auflauf, Sachbeschädigung, öffentliche Beleidigung, öffentliche tätliche Beleidigung, gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch, Aufruhr. Das ist ja allerlei. Mit einer Verurteilung ist noch wohl zu rechnen. Ich denke doch. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen dürfen, dass meinen Erkundigungen nach mit einer großen Anfrage der Rechtsparteien im Preußischen Landtag wegen der Vorgänge in Altholm in Kürze zu rechnen sein dürfte. Richtig. Sie sind richtig unterrichtet, Herr Finanzrat. Auch ich habe meine Verbindungen im Ministerium, Sie wissen, meine Herren. Und wegen der bevorstehenden Anfrage bin ich ausnahmsweise einmal dafür, wir handeln schnell. Noch hat der Minister die Akten nicht eingefordert. Ich bin in meinen Entschlüssen also noch frei. Die Haltung des Ministers ist unberechenbar, denn leider hat auch Herr Gareis. Nun, ich für meine Person verstehe da den Herrn Minister nicht mit seinen Sympathien. Keinesfalls aber wird der Herr Minister meine früher ergangenen Entscheidungen desavouieren. Also, wir werden die Fehler der untergeordneten Instanzen löschen. Dazu ist nötig, dass wir uns nicht allzu sehr auf einen Standpunkt festlegen. Allen müssen wir gerecht werden. Die Stimmung der Bauern, die Stimmung der Bürger, die Stimmung des ganzen Landes ist gegen die Altholmer Polizei. Wir aber werden der Polizei bestätigen, dass sie recht gehandelt hat. Wir werden die Staatsautorität stärken, den Aufrührern nicht den Nacken steifen. Aber wir werden einen Bock schlachten. Versöhnungsfest, Sühneopfer. Purim nennt man das ja wohl bei Ihnen. Ja? Ja, man kann das, meine Herren. Wir sagen, die Polizei hat recht gehabt, aber ja, es gibt einen Weg, meine Herren. Man kann das alles. Die Verwaltungstechnik ist heute so ausgebildet. Ich denke dabei nicht an Gareis. Gareis. Nun, Gareis hat noch Stärke. Aber vielleicht dieser etwas zu beflissene Herr, wie hieß er doch noch? Freixen? Richtig, sehr gut. Frägsten. Und wenn wir dann die Gemüter durch diesen Sühnebock etwas beruhigt haben, dann, meine Herren, holen wir sie hier an unseren Verhandlungstisch. Dann werden wir unter meinem Vorsitz die Gegensätze ausgleichen, versöhnen. Ich muss sagen, ich bin optimistisch. Ja, kein leichtfertiger Optimismus. Nein, gewissermaßen ein von Sorgen getragener Optimismus. Das Gewitter hat sich ausgetobt, Blitze haben eingeschlagen, es hat gehagelt. Dann kommen wir und ziehen den Regenbogen auf. Ich danke Ihnen, meine Herren. Moin, Assessorchen. Na, wie geht's? Ich glaube, Sie waren heute Morgen noch nicht in Ihrem Büro. War ich auch nicht. Und wenn ich Ihr Gesicht sehe, habe ich Lust, heute mal die Schule zu schwänzen und ins Land zu fahren. Was meinen Sie, wenn wir uns in den Wagen kommen lassen und irgendwo an die See fahren, schwimmen? Hinterher irgendwo fressen. Es wird ja noch einen Gasthof geben, wo Sie meine Visage nicht kennen und uns trotz Boykott was zu essen geben. Und dann durch die Nacht ganz sachte nach Hause. Hier bei uns sind schon längst alle Lampen ausgedreht. Also ist wieder irgendein Mist passiert den Tag, wo ich weg war. Es ist immer so. Brauch bloß mal Nachmittag Koffer zu packen, gleich schlagen sich die Leute auf dem Marktplatz tot. Ich werde doch mal rübergehen, Bürgermeister. Wenn ich weiß, ich muss in Schied treten, warum dann so eilig? Bauernschied. Und die Bauernsache interessiert mich nicht mehr, die ist mir egal, die ist erledigt. Ich war beim Ministersteinchen, wir haben alles durchgeklönt. Lass es noch ein Mann. Da kriegt man wieder Mut zur Partei, dass das nicht nur Streithammel und Geschäftemacher sind, sondern auch Leute, die was schaffen wollen. Ganz egal wie. Nee, der Bauernrummel ist vorbei.
Die Herren von der Rechten werden im Landtag ihre Antwort bekommen und die wird deutlich sein. Assessor, der Minister steht hinter uns. Der Regierungspräsident aber nicht. Das Aktenmännchen, der Paragraphenkuchen mit Staub bestreut. Was kann der noch machen, wenn sein Schiff entschieden hat? Wenn Temporius aber vorher entschieden hat? Also, Herr Assessor Stein, dann treten wir mal wieder mit dem Vollgewicht unserer Persönlichkeit in die Scheiße. Was ist los? Temporius hat geschrieben, an den Magistrat. An Sie auch. Ihr Brief liegt noch auf Ihrem Schreibtisch, aber der an den Magistrat genügt schon. Höchstes Missfallen. Das habe ich schon vorher gewusst. Fraxen ist seines Postens enthoben. Was? Das ist unmöglich. Temporius darf dem Minister nicht vorgreifen. Er hat es aber getan. Schnell, Stein, holen Sie mir den Brief. Laufen Sie. Dem will ich zeigen, wie er Nerven hat. Wie er kämpfen kann. Hinter wem die Arbeiter stehen. Noch arbeiten. Dieses Verwaltungsgenie. Meinen ganzen Laden hat er mir zerplappert. Jetzt sage ich Ihnen, Assessor, ist der Boykott konsolidiert. Wehe, Altholm, der Regierungspräsident schlachtet dich. Herr Temporius missbilligt aufs Schärfste. Die Demonstration war zu verbieten. Wenn aber die Polizei vorging, so hätte sie dies nach den Richtlinien des Geheimbefehls tun sollen. Der verdammte Geheimbefehl. Wenn ich nur eine Ahnung hätte, was drin stand. Ich kann doch dem Temporius nicht sagen, dass ich ihn nie gelesen habe. Also dies, lieber Assessor, ist, was man eine glatte Niederlage nennt. Ich dachte, Wunder, wie schlau ich war, als ich sofort zum Minister fuhr. Temporius war schneller. Herr Garais, bitte geben Sie mir den Oberinspektor. Fraxen, kommen Sie bitte sofort zu mir. Ich bin im Zimmer von Assessor Stein. Ich will den Fraxen erstmal in Urlaub schicken. Dann werde ich rumgehen beim Magistrat und alle ehrenwörtlich verpflichten, dass Sie das Maul halten. Ob da alle mitmachen werden? Lieber Stein, jetzt wird scharf geschossen. Jetzt gibt es keine Gnade. Jetzt trete ich den Leuten vor den Bauch, wenn sie nicht machen, was ich will. Diese Briefe von Temporius, diese Entscheidung, davon darf kein Mensch was wissen. Der Schaden wäre zu groß. Sagen Sie mal, Freiachsen, was ist das für ein Gemunkel in der Stadt mit Ihrem Säbel? Sie haben doch Ihren Säbel. Voll, Herr Bürgermeister. Ja, was reden denn die Leute von Ihrem Säbel? Haben Sie den mal nicht gehabt? Jawohl, Herr Bürgermeister. Bitte nicht gar zu militärisch, dann kapiere ich nämlich nichts. Ihr Säbel ist Ihnen also abgenommen? Jawohl, Herr. Schön, schön. Und wann haben Sie Ihren Säbel wiedergekriegt? Jetzt können Sie nicht einmal mehr militärisch antworten. Sie haben ihn also gar nicht wiedergekriegt? Ist es etwa richtig, dass die KPD im Besitz Ihres Säbels ist, der Oberinspektor? Sie rühmt sich nämlich damit. Ich weiß es nicht, Herr Bürgermeister. Ich hatte den Säbel vergessen. So, Sie hatten Ihren Säbel vergessen. Den vergisst man ja so. Der Professor und der Regenschirm, der Oberinspektor und der Säbel. Noch eins. Wollen Sie mir erklären, warum die das Verlieren des Säbels und das Vergessen des Säbels in all Ihren wortreichen Berichten nicht mit einem Wort erwähnt haben? Ja, bitte, jetzt haben Sie das Wort, Herr Oberinspektor. Wollen Sie mir vielleicht auch erklären, wie Ihr Junge dazu kommt, in der Schule zu verbreiten? Sie hätten gesagt, die Bauern wären alle Verbrecher und gehörten an die Wand. Und keine Redensarten. Ihr Junge hat das gesagt. Der Direktor des Gymnasiums hat es mir selbst gemeldet. Tja, Herr Oberinspektor, Sie antworten nicht.
Vielleicht wollen Sie Zeit haben, sich Ihre Antworten zu überlegen. Sie sollen sie haben. Ich bitte Sie, nach Hause zu gehen und sich als auf Urlaub befindlich anzusehen. Den Urlaub verbringen Sie nicht in Altholm. Er läuft vorläufig 4 Wochen. Sie geben mir Ihre Adresse, ich mache Ihnen dann noch Mitteilung, ob der Urlaub verlängert wird. Das war alles, Herr Oberinspektor. Gott, Herr Bürgermeister, das verzeiht Ihnen der Franzen nie. Eines Tages wird er mir danken. Sollte ich ihm sagen, dass ihn der Präsident seines Amtes enthoben hat? Erstens wird das weitergequatscht. Zweitens wäre sein Selbstgefühl völlig futsch gewesen. Jetzt ist er in der schönsten Wut auf mich. Das stärkt ihm den Rücken. Er ist immer ein bisschen Semmel gewesen, der gute Fraxen. Eine sehr weiche Semmel. Mag auch ruhig ein bisschen kross werden. Tag, Vater. Was hast du mit dem Direktor gesprochen? Sag die Wahrheit, Junge. Die anderen interessieren mich nicht. Was war mit Direktor Negendank? Der Direktor hat gefragt, ob ich gesagt habe, dass die Bauern Verbrecher sind und totgeschossen gehören. Da habe ich ja gesagt. Weiter. Da hat Direktor Negendank gesagt, ich soll das nie wieder sagen. Und? Da hat er mich fortgeschickt. Ist das alles? Ja. Komm näher, stell dich vor mich und sieh mich an. Hast du nicht zum Direktor gesagt, ich hätte das gesagt von den Verbrechern und dem Totschießen? Hast du das gesagt? Antworte. Ja. Darf ich dich vielleicht auch fragen, wie du dazu kommst, derartige Lügen zu verbreiten? Wer hat dir das gesagt, dass du das erzählen sollst? Keiner. Wer hat das gesagt? Habe ich das gesagt? Ja. Hände runter. Damals, in der Nacht zu Mutti. Nie hab ich das gesagt! Nie! Anne! Sieh ihn da an, deinen Herrn Sohn! Um meine Stellung bringt er mich mit seinem Geschwätz! Lügt! Behauptet, ich hätte in der Nacht nach der Demonstration gesagt, die Bauern wären alle Verbrecher, die totgeschossen gehörten! Hab ich das gesagt, Anne? So hast du es nicht gesagt. Ach, was jetzt kein Gerede, klipp und klar. Habe ich das gesagt, ja oder nein? Nein. Da hast du es, du elender Lügner! Bitte nicht, hör auf! Nein, nicht, bitte nicht! Du hast mir noch Frieden verdient! Er wollte dich doch nur verteidigen. Ich danke für seine Verteidigung. Ich danke für die Verteidigung eines Lügners. Sofort gehen wir zu Direktor Negendank und du sagst ihm, dass du gelogen hast. Und wehe dir, wenn du noch muckst!
was das wieder für eine Lauferei war heute auf dem Rathaus. Wieso? Ich habe sowas Leuten hören. Auf dem Schreibtisch von Gareis, da hat ein Brief vom Regierungspräsidenten gelegen. Und siehe da, 2 Stunden später geht Frexen in Urlaub. Emil. Süßer Emil. Frexen geht auf Urlaub, wird gegangen auf Urlaub. Der Regierungspräsident greift ein. Emil, was stand in dem Brief? Ich weiß es nicht. Emil, sei nicht feige. Ich verspreche dir auch, ich verrate dich nie. Emil, was willst du? Willst du einen Schnaps? Willst du ein echtes Bock? Willst du 3 echte Bock? Willst du 7 Cognacs? Alles, Emil, nur was stand in dem Brief? Also ich weiß es wirklich nicht, Männe. Na, dann muss ich es anders rauskriegen. Rauszukriegen muss es sein. Wieso darf eigentlich Manzo immer mit kleinen Mädchen Geschichten machen und es passiert ihm nichts? Weil er ein großer Mann ist. Ein Wirtschaftsführer Altholms. Chef der Demokratischen Partei hier. Laut Wahlabkommen mit der SPD Stadtverordnetenvorsteher. Und ein Freund von Gareis. Ach. Das ist eine Idee. Ich hab nichts gesagt. Hast du nicht, Emil, hast du nicht. Aber morgen werde ich das rote Schwein anmisten. Zumisten werde ich es, dass es nicht mehr aus den Augen sieht. Heute, was, Herr Manzo? Finden Sie. Sie entschuldigen mich doch, die Frühstückspause ist vorbei. Die Arbeit ruft. Ich hätte Sie gerne was gefragt. Ja, ich habe aber wirklich keine Zeit. Ihr Betrieb läuft auch mal so. Und es ist wichtig für Sie. Meine Kunden selbst abfertigen. Das ist wichtig. Unterdessen werden Sie öffentlich abgefertigt, Herr Manzo. Redensarten. Ich interessiere mich nicht für Geheimnisse. Was wollen Sie also wissen, Herr Stuff? Wissen nichts. Ich weiß alles. Sogar von einem gewissen Brief des Regierungspräsidenten. Was? Es ist nicht zu sagen. Nichts bleibt geheim. Woher? Ich weiß noch mehr. Da ist noch ein Brief, ein eingesandt. Oder genauer, ein überbracht. Herr Stuff, woher wissen Sie, dass der Regierungspräsident an Gareis... Ein Arbeiter hat es gebracht. Ein gewisser Matz. Ja, Matz. Zurzeit arbeitslos. Ein sehr langes eingesandt, Herr Manzo. Kein sehr hübsches eingesandt. Erpresser. Wollte er Sie damit erpressen? Das hat er mir gar nicht erzählt. Seien Sie kein Idiot, das habe ich auch nicht gesagt. So? Nein? Ich hatte es so verstanden. Ich kenne gar keinen Arbeiter, Matz. Aber die kleine Lisa, Matz. Unter uns, Herr Manzo. Ich habe auf dem Standesamt das Register eingesehen. Sie ist im April dieses Jahres 12 Jahre alt geworden. 12, Herr Manzo. Manche Mädchen sind eben sehr früh entwickelt. Außerdem ist gar nichts passiert. Natürlich nicht. Ständen wir sonst hier? Ich meine, ständen Sie sonst hier? Ich, Herr Stuff, liebe Ihre Methoden nicht. Gehen Sie zum Teufel. Tun Sie, was Sie wollen.
Schanzer lässt sagen, sie sollen sich nicht so auf seinen Zaun lehnen. Der Zaun ist frisch gesetzt und sagt weg, lässt Herr Manzo sagen. Dankeschön. Sag Herrn Manzo von mir, dass ich hier so stehen bleibe, bis der Zaun weggesackt ist. Ich hab's mir überlegt. Ich gebe dem Mats 100 Mark und verschaffe ihm eine Stellung in der städtischen Gärtnerei. Gut. Und hier haben Sie eine Abschrift vom Brief des Präsidenten. Das war's doch, was Sie wollten. Wenn Sie kein Demokrat wären, Herr Manzo, was wären Sie für ein Mann? Das. Ich weiß es nicht, Herr Bürgermeister. Ich habe Sie alle ins Gebet genommen. Ich glaube, vom Magistrat war es wirklich keiner. Warte, Stuff. Das bricht dir das Genick. Ich krieg's doch raus. Wie? Manzo und Stuff haben Krach gehabt heute. Manzos Mädchen sollte Stuff sogar wegjagen vom Gartenzaun. Dann ist Manzo aber doch wieder hingegangen zu Stuff und sie haben sich versöhnt und wieder miteinander geredet. So. Und woher wissen Sie das, Genosse Pinkus? Das Mädchen geht mit einem Genossen. Dem hat es brühwarm erzählt. Und wenn Genossen was zu wissen glauben, dann kommen sie damit zu mir. Manzo. Du hast dem Stuff den Brief vom Regierungspräsidenten gegeben. Leugne nicht, ich weiß es von Stuff selber. Was du damit angerichtet hast, ist dir wohl klar. Pass ein bisschen auf, dass keine Anzeigen gegen dich kommen. Ich habe keinen Papierkorb mehr. Mahlzeit. Stuff, Sie Lump, Sie haben dem Greis verraten, dass Sie den Brief von mir haben. Sie sind das größte Schwein von Altholm. Ach, halten Sie die Schnauze! Sie sind unmöglich ab heute in Altholm, Sie gemeiner Hund, Sie! Herr Gebhardt, der Manzo hat mich eben angerufen. Irgendjemand hat dem Garis verraten, dass ich den Brief vom Manzo habe. Schwierigkeiten? Aber ich mache doch die Schwierigkeiten nicht. Vielleicht rufen Sie den Garis mal an. Man muss Manzo verhindern, dass er in der ersten Wut zu viel Mist macht. Was für Mist? Aber Herr Gebhardt, hier gibt es überall Mist. Da ist es schwer zu sagen, was der gerade auskramt. Herr Gareis, ich höre eben, was der Stuff da angerichtet hat. Ich komme gerade von einer Reise zurück. Nein, ich bin empört. Könnten wir nicht vielleicht mal darüber sprechen? Ja, ich habe noch etwas anderes im Sinn. Morgen Vormittag, 11 Uhr. Könnte ich einrichten.
Ich freue mich, auch einmal einem Zeitungsmann etwas Neues erzählen zu können. In die Versöhnungssitzung heute beim Präsidenten wird ein Misserfolg sein. Ich habe bessere Hoffnungen. Warten wir ab. Vielleicht kommt in wenigen Minuten der Bescheid. Ach, Sie nehmen an der Sitzung nicht teil? Nein, ich war nicht persönlich geladen. Mein sehr verehrter Herr Gebhardt, es wird mir zu viel geredet. Was ist der 1. August? Was ist ein Boykott? Gar nichts. Luft, wenn nicht davon geredet wird. Groß geredet ist das alles. Ein Vorschlag. Machen wir Schluss mit dem Gerede über den 1. August. Ich werde die Volkszeitung instruieren, dass sie nichts mehr bringt, gar nichts mehr. Sie versprechen mir dasselbe für Chronik und Nachrichten. Die Lage ist so unübersichtlich. Seien wir doch offen. Sie kämpfen gegen mich. Was ist all das Gerede über den 1. August? Kritik an mir. An Ihnen, aber lieber Herr Geis, wer spricht gegen Sie? Gegen Freiachsen, ja, aber gegen Sie. Freiachsen ist völlig belanglos. Um mich geht es, und Sie wissen das. Ich bitte um Ihre Zusage, dass vorläufig abgeblasen wird. Lieber Herr Geis, was kann alles geschehen? Ich kann mich nicht festlegen. Sie wollen es nicht. Schade. Herr Geis? Danke. Die Versöhnungssitzung beim Präsidenten ist aufgeflogen. Die Landvolkleute haben den Präsidenten gröblich beleidigt und unter Protest das Lokal verlassen. Ach, das hatte ich nicht erwartet. Wir hatten einen Herrn da, vielleicht können wir es noch bringen. Es wird einschlagen. Es wird nicht einschlagen, denn Sie werden nichts darüber bringen. Pardon, wer sollte mich hindern? Ich. Ich, Herr Gebhardt. Der rote Bürgermeister. Der Bonze. Ich will Ruhe. Ich kriege sie. Hier brechen wir besser ab. Brutalisieren mag in Ihrer Partei Mode sein, aber mir... Brutalisieren ist überall da gut, wo die einfachste Vernunft versagt. Wollen Sie Burgfrieden geloben? Sagen wir, bis zur Gerichtsverhandlung. Ich denke nicht daran. Guten Morgen. Einen Augenblick. Ich kann Sie leider nicht entlassen. Ich muss Sie polizeilich vernehmen. Es liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Eine Anzeige? Eine Anzeige wegen Betrugs. Das ist doch lächerlich. Aber nehmen Sie doch wieder Platz. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Herr Gareis. Das kann Sie mehr als Ihre Bürgermeisterstellung kosten. Richtig. Vor etwa 2 Wochen war der Textilhändler Hempel auf der Chronik, um wegen einer Beilage zur Zeitung nachzufragen. Herr Hempel sprach mit Ihrem Geschäftsführer Wenk. Er wollte wissen, wie hoch die Auflage der Chronik sei. Man nannte ihm die Zahl 7160. Hempel bezweifelte diese Zahl. Er hatte davon gehört, dass die Auflage der Chronik gesunken sei. Ein Wunder, dass er da nicht auf das Geschäft verzichtete. Sie finden das auch? Eine Zwischenfrage, Herr Gareis. Dieser Herr Hempel ist ja doch wohl eine Zierde der SPD. Eine Zierde? Jawohl. Nun, Herr Hempel bezweifelt, drängt. Schließlich holt Wenk aus dem Geldschrank eine notarielle Bescheinigung, die die Ziffer 7160 bestätigt. Hempel denkt, ein Notar, dann ist alles in Butter. Er erteilt den Auftrag, der Auftrag wird angenommen und ausgeführt, Faktur erteilt, Faktur bezahlt. Da hört Hempel, dass die Chronik etwa 3900 Auflage hat. Doch lächerlich. Nicht wahr? Wer gibt dann bei solcher Auflage Inseraten oder Beilagenaufträge? Hört also, dass die Auflage nur 3900 beträgt und dass man 3300 der von ihm gelieferten Prospekte zum Anheizen des Bleiofens benutzt hat. Herr Hempel fühlt sich geschädigt und erstattet Betrugsanzeige. Lieber Herr Bürgermeister, wie können Sie voraussetzen, dass ich diese notarielle Bescheinigung überhaupt kenne? Und falls diese Bescheinigung tatsächlich existieren sollte, woher nehmen Sie Zweifel an Ihrer Richtigkeit? Hübsch. Haben Sie mal Aalstecher gesehen? Aale lassen sich schlecht greifen. Aale sticht man mit der Gabel. Sie haben ein sehr schlechtes Gedächtnis, Herr Gebhardt. Oder sehr viel Vertrauen in die Vergesslichkeit Ihrer Mitmenschen. Als Herr Hempel von Ihrem Geschäftsführer Wenk nach Hause ging, da fiel ihm ein, dass er wohl eine notarielle Bescheinigung gesehen hatte, aber dass diese Bescheinigung kein Datum trug. Oder genauer gesagt, sie trug vielleicht eins, aber darüber hat er einen Daumen gesessen. Die Bescheinigung konnte uralt sein.
Herr Hempel ist ein komischer Mann. Herr Hempel beschloss, seinen Auftrag zu vergrößern. Herr Hempel ging zu den Nachrichten. Dort traf er ihren Geschäftsführer Trautmann. Er sagte ihm dasselbe, was er Wenk gesagt hatte, fragte nach der Auflage der Nachrichten, hörte die Zahl 15.000. Und wenn für beide Zeitungen? Wieso für beide? Aber Herr Hempel zeigte sich orientiert. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt, Herr Gebhardt, dass dieser Mann mit Ihrem Prokuristen bei Ihnen war. Herr Hempel hat eidesstattlich erklärt, dass er Sie gefragt hat. Also für die Nachrichten 15.000. Ja, haben Sie gesagt. Und für die Chronik 7.160 hat Hempel vorsichtshalber nochmal gefragt. Sie, Herr Gebhardt, haben geantwortet. Nein, rund 23.000. Das ist die eidesstattliche Erklärung von Herrn Hempel, die Aalgabel. Eine gestellte Sache. Das ist eine Gemeinheit. Sicher ist das gemein. Ganz gemein für Sie. Ja, in Gottes Namen, denn ja. Lieber in Ihrem Namen. Also ja. Bis zur Verhandlung. Bis zur Verhandlung. Aber nun bitte auch keine Eingesandten mehr, keine offenen Briefe im Inseratenteil, nichts. Nichts. Ich wüte gegen mich selbst, bedenken Sie das auch? Diese Nachricht über den Reinfall von Temborius war meine Nachricht. Sie werden wissen, wie viel Ihnen Ihre Ruhe wert ist. Altholmsruhe. Ich würde diese Akte gern mitnehmen. Das glaube ich gern. Was wäre das für eine Waffe gegen mich? Aber ich will Ihnen etwas anderes schenken. Eine Abschrift eben jener notariellen Bescheinigung. Das ist stark, wo das Ding doch immer im Geldschrank liegen soll. Da muss doch... Richtig, da muss doch. Darum schenke ich es Ihnen. Nun, sagen Sie mir auch den Namen. Das möchten Sie. Drei sind zur Auswahl. Stuff, Wenk, Tredub. Sie sind doch schreibgewandt, Tredub. Ich meine, Sie können schreiben und hat Herr Meier seinen geschulten Bassbariton wieder mal unter Beweis gestellt. Oder Herr Schulze, der Seelenforscher und Handschriftenpsychologe, ist bereits zum Stadtgespräch geworden und dürfte bestimmt niemand vergessen, diese seltene Gelegenheit wahrzunehmen, ihn zu besuchen. Können Sie sowas schreiben? Ja, ich denke schon. Dann ist Ihre Stunde und Ihre Stellung da. Herr Gebhardt wird Sie kommen lassen. Er hat mich schon bestellt. Sie sind noch hier? Sagen Sie zu allem, was er fragt, Stuff. Gerade raus, hinten herum, gleich viel, alles Stoff. Und Sie sind ein gemachter Mann. Ich verstehe nicht. Gut, warum wollen Sie denn verstehen? Haben Sie verstanden, was Sie taten, als Sie die Bilder verkauften? Nun, Herr Gebhardt besitzt die Abschrift der notariellen Bescheinigung, die Sie mir gebracht haben. Aber wie konnte Herr Gebhardt... Ja, nicht wahr? Erzählen, berichten, kakeln, das passt euch so. Laufen Sie, sage ich. Stuff! Immer Stuff! Ewig Stuff!
Herr Tredow, haben Sie die notarielle Bescheinigung je aus der Hand gegeben? Nein, nie. Sind Sie sicher? Vollkommen sicher. Trotzdem muss ich in dritte Hände gelangt sein. Heute Morgen gab man mir diese Abschrift, die in der Stadt zirkuliert. Eine echte Abschrift, mit Datum, wie Sie sehen. Ich weiß. Ach, Sie wissen? Sie wissen? Ja, woher wissen Sie denn und seit wann wissen Sie? Ich dachte, Sie wüssten das auch. Sie dachten... Moment mal, was sollte ich denn wohl auch wissen? Na, dass eine vorbereitende Versammlung stattgefunden hat. Was denn für eine Versammlung? Herrgott, machen Sie doch den Mund auf! Es soll ein neues Rechtsblatt gegründet werden. Die Geschäftswelt ärgert sich über ihre Monopolstellung und die zweimalige Tariferhöhung. Außerdem finden die nationalen politischen Verbände die Chronik ist unzuverlässig geworden. Darum soll eine neue Zeitung... Und alles alte Kamelle, das weiß ich auch. Weiter. Naja, da hat eben eine Versammlung, eine Besprechung stattgefunden. Na, wer hat an dieser Besprechung teilgenommen? Namen nenne ich nicht. Ach Menschenskind, die ganze Geschichte erzählen Sie und Namen nennen Sie nicht. Übrigens, was hat denn das alles mit der Bescheinigung zu tun? An der Versammlung haben 6 Herren teilgenommen. Der 6. hat 5 Abschriften verteilt. 6? 5? Ach so, der 6. hat 5 verteilt. Sagen Sie mal, war denn das eine ernstzunehmende Besprechung, nicht nur so Luftpläne? Ein Bankdirektor war dabei. Ach, naja, das kann ja nicht. Na gut, also verzichten wir auf Namen. Weiter. Ein Buchdruckereibesitzer. Ach, sieh mal an, beißt den alten Krauter der Ehrgeiz. Na, der wird mal sehen, wie schnell er sein Geld los wird bei einer Zeitung. Weiter. Ein Grossist. Na, da gibt's ja nur einen. Weiter. Nein, ich möchte wirklich nicht. Ja, wenn Sie 3 genannt haben, können Sie doch nur auch 6 nennen. Der 6. war ein Redakteur. Herr Trautmann. Herr Trautmann, sagen Sie, können wir nicht aus dem Vertrag mit Stuff raus? Wer hat's gesagt, Herr Gebhardt? Wer hat immer gesagt, warum mit dem Stuff einen Vertrag machen? Stuffs Vertrag ist gut. Ja, trotzdem, der Mann muss verschwinden. Jemand, der mit dem Feind paktiert hat, in meinem Betrieb nichts zu suchen. Zeitungsleute sind immer so. Der da draußen ist auch nicht anders. Was verbitte ich mir, dass Sie mich hier beim Chef anschwärzen, Herr Trautmann? Na also, der Horcher an der Wand. Das muss geändert werden, diese Horcherei. Das tun alle Zeitungsleute, das ist nun mal nicht anders, das ist ihr Beruf. Naja, aber Sie horchen auch, Herr Trautmann, nicht? Ich informiere mich nur manchmal im Interesse der Firma, wenn Sie vergessen, mich reinzurufen. Ich wüsste einen Weg, wie Sie Stuff loswerden können. Ohne Skandal? Ohne Skandal. Ohne Geldabfindung? Ohne alles. Ja, aber wie? Ich werde das allein machen. Ich weiß was von Ihnen. Und ich hätte da nichts damit zu tun. Ich mache es allein. Und was wollen Sie dafür? Naja, Geld könnte ich natürlich nicht ausgeben. Die Chronik ist ohnehin schon belastet genug. Kein Geld. Ich möchte den Posten von Stuff. Das ist doch ausgeschlossen. Aber wieso denn? Der Mann ist doch brauchbar. Ach, meinen Sie? Ja, naja, man könnte ja mal drüber nachdenken. Ich muss eine feste Zusage haben. Die können wir Ihnen geben. Herr Gebhardt ist einverstanden? Ja, ja, es ist genauso, wie Herr Trautmann sagt. Es ist doch sicher. Ja, ganz sicher. Ich verlasse mich drauf. Das dürfen Sie. Ja, ja. Es wird mit Stuff aber ein bisschen dauern. Ja, das ist Ihre Sache. Und er darf natürlich nicht erfahren, dass Sie Verdacht haben. Der erfährt gar nichts. Gut. Also dann adieu und vielen Dank.
Geh doch auf ein paar Annoncen.
Tja, Herr Tredub, wie weit sind Sie denn nun eigentlich? Stuff geht bestimmt zum 1. November. Ja, das sagen Sie, aber mir hat er nicht gekündigt. Vielleicht will er erreichen, dass Sie ihn rauswerfen, Herr Gebhardt. Den Gefallen tun wir ihm nicht, dass wir ihm noch ein halbes Jahr Gehalt zahlen müssen. Tredub, sind Sie wirklich ganz sicher, dass Stuff geht? Ganz sicher. Ja, wieso eigentlich? Können Sie das nicht mal erläutern? Was haben Sie gemacht? Welchen Druck haben Sie auf Stuff ausgeübt? Ich möchte wirklich nicht, Herr Gebhardt. Er geht bestimmt am 1. Ach so, Geheimnisse unter meinen Angestellten. Hübsch, sehr hübsch. Ja, das wär's für heute, Herr Tredub. Und beeilen Sie sich ein bisschen, wenn Sie Redakteur werden wollen. Sie haben noch keine Schritte unternommen, Altholm zu verlassen. Damit Sie wissen, dass mir alles bekannt ist. Die Frau heißt Tim und wohnt in Altona im Lohbusch. Hinterhaus eine Treppe. Das Mädchen heißt Henny Engel und war damals Dienstmädchen bei Dr. Falk. Wenn Sie am 1. November Altholm nicht verlassen haben, geht das Material an die Staatsanwaltschaft. Eine wohlmeinende Freundin, die zum letzten Mal warnt. Scheißer. Scheißer! Ja, dich meine ich, Tredo. Glotz nicht so blöd. Lächerlich. Glaubst du, dir geht alles so hin? Erst die Bilder und dann der Verrat hier, der Verrat dort. Glaubst du, ich weiß nicht, wie oft du neuerdings aufs Rathaus läufst? Fühlst du nicht manchmal die berühmte Stelle am Hinterkopf, über die du schon seit netto einem Vierteljahr eine haben wolltest? Nee, nicht? Ich würde sie fühlen, Tredop. Ich würde sie deutlich fühlen. So ein dämliches Aas. Denkt, weil er die Bauern reingelegt hat, er ist eine große Nummer und kann erpressen. Einmal die Frechheit hast, mir einen solchen Brief zu schreiben, dann hau ich dir eine an deinen Trägen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich verstehe das alles nicht. Du denkst doch nicht. Soll ich deine Frau von dir grüßen? Zu der gehe ich jetzt. Bald essen. In einer halben Stunde, wenn die Kinder da sind. Wer war denn hier? Weißt du doch. Weiß ich das? Wieso weiß ich das? Weil du es gesehen hast. Ich? Wieso? Wir wollen wieder gut sein, Max. Wir wollen wieder wie früher sein. Der Stuff ist doch ein guter Mensch. Meinst du? Er hat mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Dass du zum 1. November
Redakteur wirst. Und dass es sicher ist. Ja? Hattet ihr denn das nicht abgemacht? Ja, das hatten wir abgemacht. Stuff muss seine neue Stellung schon am 1. November antreten. Wir dürfen nur noch mit niemand darüber reden. Nein, natürlich nicht. Dann verdienst du mindestens 100 Mark mehr. Siehst du, wie richtig es war, dass ich das Kind behalten habe? Ja, hat Stuff nicht gesagt, wohin er dann geht? Nein, hat er es dir nicht gesagt? Nein, ich traue ihm nicht. Es kann auch eine Falle sein. Berlin. Die Berliner Börse ist durch die gestrigen Kursstürze von New York und Amsterdam heute heftig in Mitleidenschaft gezogen worden. An schweren Werten, Stahl und Eisen, traten Kursverluste bis zu 10% ein. Schleswig. Wie in den Vorjahren lag Schleswig-Holstein auch in den ersten 10 Monaten des Jahres 1929 an der Spitze der Statistik der Zwangsversteigerungen landwirtschaftlicher Grundstücke. Seit Beginn des Jahres wurden insgesamt 79 Wirtschaften mit 2813 Hektar Grundfläche zwangsversteigert. Berlin. Kritisch äußerte sich der Industrielle Paul Silverberg über die Wirtschaftspolitik der Regierung. In einer Rede vor der Mitgliederversammlung des Reichsverbandes der deutschen Industrie sagte Silverberg, die Privatwirtschaft könne nicht mit Erfolg betrieben werden, wenn der Staat seinerseits eine sozialistisch-kollektivistische Steuer- und Finanzwirtschaft betriebe. Dieser innere Widerspruch habe zu der heutigen schlechten Lage geführt und an diesem Widerspruch würden Staat und Privatwirtschaft zugrunde gehen, wenn nicht eine grundlegende Änderung eintrete. Auf der gleichen Versammlung wurde Reichsbankpräsident Dr. Hjalmar Schacht mit stürmischen Ovationen begrüßt. Frankfurt am Main. Zu schweren Zwischenfällen kam es gestern, als einige tausend Arbeitslose unter der Anführung von Kommunisten in der Innenstadt demonstrierten. Berlin. In der letzten Oktoberwoche wurden in der Reichshauptstadt 55 Konkurse angemeldet. Damit ist ein bisher noch nicht erreichter Höchststand. Stoff, ich halte nicht mehr aus, du machst mich verrückt. Quäl mich doch nicht so. Sag mir, ob du gehst. Jawohl, ich gehe. Sofort. Aufs Gericht nämlich. Stoff. Meiner Frau hast du doch gesagt, du gehst zum 1. November. Kaninchen. Kaninchen mit Schlappohren. November 1940. Danke, Herr Wachtmeister. Wollen Sie mich wieder vernehmen? Ja, muss ich, Herr Henning. Dann setzen Sie sich mal ein paar Dutzke. Also zunächst das Übliche. Ich verlange vor, ein Untersuchungsrichter geführt zu werden. Ich verweise Sie auf den Weg der Eingabe. Ich erhebe Einspruch dagegen, dass die Voruntersuchung von der Polizei geführt wird. Aussagen mache ich nur vor einem Richter. Der Polizei verweigere ich meine Aussage. Erledigt. Dass Ihnen das nicht langweilig wird, Herr Henning? Unsere Pflicht darf uns nie langweilig werden, Herr Dutzke. Ist der Name Georg Henning Ihr wirklicher Name? Gott, das ist doch mal eine neue Walze.
Nicht dieser ewige 1. August. Im Übrigen verweigere ich die Aussage. Haben Sie nicht früher die Namen Georg Hansen, Leutnant Parsenow, Oberleutnant Hengst geführt? Sieh mal sie. Das ist das. Ich verweigere die Aussage. Waren Sie nicht im Baltikum? Bei der Abteilung Hamburg? Haben Sie nicht der Brigade Erhard angehört? Gehörten Sie nicht, als die Rosa Luxemburg und der Liebknecht erschossen wurde, der Garde-Kavallerie-Schützendivision an? Und waren Sie nicht beim Stab im Eden-Hotel? Ich verweigere die Aussage. Das wäre für heute alles. Wollen Sie ein Protokoll unterschreiben? Ich verweigere meine Unterschrift. Dann sind wir durch, Herr Henning. Danke. Das war ja heute alles Mögliche. Schon, aber nur Rückzugsgefechte. Rückzugsgefechte? Ich komme nicht wieder. Das heißt? Was Sie sich denken. Sie kommen frei. Und wann? 2, 3 Tage noch. Bestimmt? Soweit ein kleines Tier wie ich das von unten sehen kann, bestimmt. Also. Oh, dann auf Wiedersehen bei der Verhandlung. Die gibt es also doch? Ja, natürlich gibt es die. Warum soll es die nicht geben? Aber dass ich hier rauskomme, das ist sicher. Sonst, die Bewachung hier ist nicht übermäßig scharf. Sie können sich darauf verlassen. Also, Piekbusch, bis zum Prozess nehmen Sie mein Zimmer unter Verschluss. Morgens reingemacht wird nur, wenn Sie dabei stehen. Verstanden? Jawohl. Und jetzt drehen Sie gleich alles um, räumen den Schreibtisch aus. Manchmal klemmt sich so ein Blatt auch fest. Sie sehen jeden Akt durch, der in den letzten Monaten in meinem Zimmer gewesen ist, bis Sie den Geheimbefehl haben. Das habe ich alles schon getan. Dann tun Sie es eben nochmal und gründlicher. Hier werden noch keine Akten geklaut. Nicht wahr? Diese Bauern. Quatsch, Bauern klauen keine Akten. Kein Bauer wird in seinem Leben begreifen, dass beschmiertes Papier wertvoller sein kann als weißes. Also, Sie finden den Befehl. Sie finden ihn. Sie finden ihn, und zwar bis zum Prozess. So, jetzt gute Nacht. Naja, tschüss, muss ich ihm ja schließlich sagen. Fräulein, bitte 96. Herr Gebhardt, hier Stuff. Ja, Stuff. Herr Gebhardt, ich komme gerade bei den Nachrichten vorbei. Sehe Licht in Ihrem Zimmer. Ich gehe rein, alles zerwühlt, der Schreibtisch offen. Nein, die Polizei habe ich noch nicht verständigt. Ich wusste ja nicht, ob Ihnen das recht wäre. Sie kommen selbst. Sofort. Ja, ich bleibe. Warte. Ich kann ja inzwischen versuchen, hier ein bisschen Ordnung zu machen. Ne? Ja, wenn Ihnen das nicht recht ist, natürlich nicht, Herr Gebhardt. Nichts anrühren ist in Ordnung. Nichts lesen? Herr Gebhardt, ich lese doch nichts. Freiwillig lese ich überhaupt nichts. Angehängt. Schade. Gebhardt.
sieht freundlicher aus. Herzlicher. Treidub? Ja, was machen Sie denn jetzt noch in der Chronik? Sie haben sich wohl mit Herrn Stuff verabredet, was? Wieso? Na, Sie wissen doch, dass er heute Schluss gemacht hat. Sie erzählen mir das doch nun schon seit 6 Wochen. Ach, Sie wissen nichts. Komisch, meine Angestellten glauben immer, ich wäre blöd. Nein, nein, vielen Dank, Herr Treidub. Ich weiß Bescheid, Sie brauchen mir nichts zu erzählen. Ja, vorläufig werde ich nun wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Sie machen ab morgen den Prozessbericht für die Chronik. Ja, aber um das Lokale kümmern Sie sich nicht, das bekommen Sie von uns. Und ich wiederhole Ihnen, Herr Treidub, es ist nur ein Versuch, ja, nur eine Probe. Wir hatten etwas anderes ausgemacht. Wir haben gar nichts ausgemacht. Und wo sich Herr Stuff in so gemeiner Weise verabschiedet hat. Gehalt. Gehaltserhöhung. Menschenskind, leisten Sie erst mal was. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie überhaupt schreiben können. Geld verdienen ist schwer. Das fordert sich leicht. Aber ich muss es ranschaffen. Darüber ist nicht zu reden. Und im Übrigen, Herr Treidub, Sie müssen ja nicht. Sie wissen ja, 10 für einen. Mhm. Also, guten Abend, Herr Treidub.